es interessiert mich einfach auch, das habe ich gemerkt nach der Schule. Also als ich gerade quasi erwachsen geworden bin, ein selbstbestimmter Mensch werden wollte, mich dann auch mal mit Freiheitsthemen auseinanderzusetzen. Die Liberalen neigen dazu, immer alles sehr faktisch zu machen. Und das ist natürlich auch wichtig und auch interessant, aber die Frauen gewinnt man dann doch, indem man sie begeistert, indem man sie da irgendwie emotional reinzieht. So langsam kommen die Frauen. Ich habe auch schon eine Beschwerde gekriegt, dass seit die Frauen da sind, wird nicht mehr so viel gesoffen. Das ist ein kritischer Zustand. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Große Freiheit TV. Mein Name ist Martin, wir sind auf der Insel Usedom auf der Eigentümlich-Freie-Konferenz. Neben mir sitzt Larissa, sie ist Referentin der Hayek-Gesellschaft. Larissa, warum bist du heute hier? Ich bin hier als Jungautorin und ich habe bei dem Wettbewerb mitgemacht von Eigentümlich Frei, jetzt schon zum vierten Mal, glaube ich. Und ja, also die EF-Konferenz ist immer eine tolle Gelegenheit, liberale Gleichgesinnte kennenzulernen. Liberale Gleichgesinnte, aber du bist gar kein alter weißer Mann. Warum, wie kommt es, dass ein Mensch wie du sich für solche Themen interessiert und nicht nur für Beauty und Ponys? Ja, also ich interessiere mich auch für Beauty und Ponys, aber nebenbei, nein, ein Scherz. Also ich Ja. bin vor 2016 zur Hayek-Gesellschaft gekommen. So lange schon, 2016. Genau, also ich bin jetzt schon länger dabei und es interessiert mich einfach auch, das habe ich gemerkt nach der Schule. Also als ich gerade quasi erwachsen geworden bin, ein selbstbestimmter Mensch werden wollte, mich dann auch mal mit Freiheitsthemen auseinanderzusetzen, hat mich hierher gebracht. Das heißt, du bist selber Jungautorin, auch in der Eigentümlich Frei, oder wo kann man etwas über dich lesen? Und nicht über dich, sondern von dir lesen? Ja, man kann bei Eigentümlich Frei, aber jetzt inzwischen auch bei der Achse des Guten was von mir lesen. Genau, wir machen auch einen Workshop mit der Achse zusammen. Welche Themen interessieren dich da speziell? Gibt es da ein Thema, dass du sagst, Geldtheorie ist das was, oder Eigentumsrecht oder theoretische so und so, was dich am meisten packt? Oder vielleicht auch, wie war dein Einstieg in diese doch eher ungewöhnliche ja, Randgruppendenkweise bisher noch vielleicht? Ja, also das war vor, ich glaube vor 3 Jahren, da war ich zum ersten Mal bei der Eigentümlich-Frei-Konferenz und da hat mir Herr Lichtschlag vorgeschlagen, doch mal einen Artikel zu schreiben. Das war echt schön und dann habe ich aber, ich wusste erstmal nicht worüber, aber letzten Endes habe ich dann über die Angst, offen zu reden, geschrieben, was glaube ich immer noch aktuell ist. Es ging damals darum, dass ich mich nicht getraut habe, in meiner Schule damals irgendwie darüber zu reden, was ich eigentlich denke zur Flüchtlingspolitik und Klimathemen waren damals noch nicht so aktuell, aber das würde ich heute sagen, jetzt wo ich in der Uni bin, die Angst, offen zu sagen, was ich eigentlich denke. Eine andere Frage ist, wie geht's dir als Frau hier? Hast du da irgendwelche Nachteile gemerkt, dass du irgendwie benachteiligt worden bist beim Einlass oder sowas, dass dir die besten Plätze weggeplaut worden sind, was man so typisch diesen rechten Spinnern hier unterstellt? Ja, nein, im Gegenteil eigentlich. Also ich habe den Eindruck, dass große Freude herrscht, wenn Frauen hier auftauchen. Ist ja, glaube ich, auch eher selten in den liberalen Kreisen. So langsam kommen die Frauen. Ich habe auch schon eine Beschwerde gekriegt, dass seit die Frauen da sind, wird nicht mehr so viel gesoffen. Das ist kritischer Zustand. Also ich glaube, dass es an sich schon gut ankommt. Was können wir machen, damit mehr junge Frauen sich dafür interessieren und bei der nächsten Konferenz wir vielleicht sogar eine Parität erreichen? Na, ich weiß nicht, ob das Ziel sein sollte. Also was helfen würde, damit mehr Frauen mal zum Liberalismus finden, wäre, dass es ein bisschen mehr mit Gefühl transportiert wird. Also die Liberalen neigen dazu, immer alles sehr faktisch zu machen. Und das ist natürlich auch wichtig und auch interessant, aber die Frauen gewinnt man dann doch, indem man sie begeistert, indem man sie da irgendwie emotional reinzieht. Und das hat die Hayek-Gesellschaft bei mir geschafft, indem ich gemerkt habe, okay, es berührt mich, dass ich mein Leben selber in der Hand habe. Herr Habermann sagt immer, ich bin Unternehmerin meines eigenen Lebens. Das finde ich sehr schön. Super. Gibt es noch irgendwas, was du an die Zuschauer von Große Freiheit TV richten möchtest? Eine Message an die Zuschauer jetzt? Ja, also ich kann nur sehr empfehlen, zur Eigentümlich-Frei-Konferenz zu gehen, zu unseren Veranstaltungen zu kommen von der Hayek-Gesellschaft, weil im Gegensatz dazu, ich glaube,
viele glauben, dass der Liberalismus eher was für alte Leute ist. Aber das ist nicht mehr so. Also wir machen wirklich viel, wir legen uns da ins Zeug und ich habe total viel Spaß dabei und ich würde mich freuen, wenn da noch mehr dazu kommen. Perfekt. Dann, Larissa, herzlichen Dank für das kurze Interview. Abonniert diesen Kanal, dann sehen wir bald vielleicht noch mehr von dir oder auch nicht. Ja. Also, bis nächstes Mal. Wiederschauen. Okay.